Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Phoenix Wright Dual Destinies. Wir beginnen nun mit Lebels Zeugenaussage, was Lebel gesehen hat. Ich war auf dem Flur und habe in den Schatten mich versteckt. Das ist, als ich dann das Geständnis hörte. Nachdem sie von der Tat ihres Vaters erfahren hatte, ist die kleine Jinxie geflohen, ohne mich zu bemerken. Kurz danach ist der Bürgermeister aufgestanden und hat die Fuchskammer geöffnet. Als ich total verängstigt gerannt bin, sah ich den Dämon aus seinem Gefängnis fliehen. Schockiert bin ich Richtung Flur geflohen und zu meiner Rechten, dort wo das Telefon stand. Ich muss schon sagen, das ist eine schockierende Entleuchtung hier. Und ziemlich unerwartet. Zu glauben, dass der Angeklagte wirklich seine Tat am Tatort gestanden hat. Vielleicht war die Schuld einfach zu groß, um sie zu tragen. Und deswegen hat er sie seiner Tochter, veröffentlicht, sowas. Sie wissen schon, dass Sie solch eine wichtige Aussage nicht vor Gericht hätten, verstecken sollen oder vorenthalten. Ja, oh, 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 oh. Schon wieder. Es tut mir leid. Ich fürchtete nur, beschuldigt zu werden, hätte ich solch eine schreckliche Tat hier erzählt. Oh, verdammt. Warum muss das Geständnis des Bürgermeisters ausgerechnet von diesem Typen kommen? Wir tun am besten etwas, bevor der Richter die Schuld des Bürgermeisters verkündet. Was mir ein zur Todesstrafe Verurteilter mir einmal über die Jahre gesagt hat. Es gibt Zeiten zu kämpfen und Zeiten des Rücktritts. Es gibt Zeiten zu leben und Zeiten zu sterben. Jetzt meint er aber wirklich große Sache hier. Die Verteidigung darf nun mit dem Kreuzverhör beginnen. Okay. Kreuzverhör. Was Lebel gesehen hat. Hat er auch irgendeinen nervösen Tick? Ich suche einmal. Da ist nichts richtig Nervöses zu sehen. Das ist das Problem. Da gibt's nichts richtig Nervöses. Ach, verdammt. Höchstens, wenn er so überheblich mit der Blume spielt. Das könnte es sein, aber sicher bin ich mir da überhaupt nicht. Moment mal. Sie behaupten also, der Bürgermeister hat die Tat gegenüber seiner Tochter gestanden. Sind Sie sich dabei sicher? Bauer, Sie würden es nicht wagen, solch eine Frage zu stellen, wenn Sie die Wahrheit kennen. Wahre Schönheit liegt niemals falsch. Tut sie nicht? Nein, Schönheit ist tief in der DNA versteckt. Das bedeutet, ich bin dazu programmiert, immer richtig zu sein, selbst wenn ich falsch liege. Das kapiere ich jetzt nicht. Diese exquisiten Ohren, die wie Blumen blühen,
Diese Augen, die wie Perlen schimmern. Dieses Haar wie feinste Seide. Niemand, nichts kann die Wahrheit hier so korruptieren, wie sie steht. Ja, richtig. Der Zeuge wird sich beeilen und die Wahrheit bitte erklären. Speziell darüber, was Yingxi Tenma getan hat, als sie das Geständnis gehört hat. Moment mal. Wie es hat Tenma, Miss Tenma auf sie gewirkt? Oh, das arme kleine Ding schien definitiv Herzzerbrechen zu haben. All diese traurigen Augen und so. Ich konnte mir nicht helfen und musste selbst ein paar Tränen vergießen bei diesem Anblick. Er hat tatsächlich Sympathie für Yingxi. Scheint eine ziemliche menschliche Emotion für zu ihm zu sein. Ja, weil er in Wirklichkeit das wahre Monster ist, soweit wir es sehen können. Sowohl vom Aussehen als auch vom Charakter. Das nächste, was ich getan habe, ist mein Gesicht im Spiegel zu betrachten. Ihr Gesicht abchecken? Warum? Um meine Schönheit in den Trauer zu sehen. Warum denn sonst? Apollo, ich fange an, allen möglichen Glauben an die Menschheit zu verlieren. Das habe ich schon längst. Ich kenne dieses Gefühl, aber halte durch. Hab wenigstens Vertrauen in unseren Klienten. Lass uns mal weiter fortbewegen, okay? Was geschah als nächstes? Moment mal. Er hat die verbotene Kammer geöffnet. Warum würde er so etwas tun? Wer weiß, vielleicht wollte er den Dämon Tenmataru befreien? Einspruch! Der Gerichtssaal ist kein Ort für irgendwelchen Legenden oder sonst was. Erinnern Sie sich daran, dass Sie unter Eid stehen? Ja, hier spricht Lebel. Ja. Ich werde sofort mich um die Sache kümmern. Ja, ja. Nun, wo waren wir gerade? Sie wollten uns den wahren Grund erzählen, warum der Bürgermeister die verbotene Kammer geöffnet hat. Oh, ja, natürlich. Ja, hier ist Lebel. Ein guter Witz, Sir. Sie sind wirklich ein Spaßbold. Okay, tschüss. Was haben Sie gesagt? Vergessen Sie es. Das ist verschwendete Zeit. Er wird nur weitere Lügen erzählen. Der Zeuge möge bitte auf seine Aussage sich konzentrieren und nicht auf die Anrufe. Nun erzählen Sie dem Gericht, was Sie getan haben, nachdem der Bürgermeister die verbotene Kammer öffnete. Nun, danach... Moment mal. Wie war Mr. Filch zu diesem Zeitpunkt? Er hat geschrien. Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Es ist der Fluch von Tenmataru. Und dann ist er losgerannt wie ein Irrer. Er muss wohl geblendet worden sein durch das plötzliche Licht. Falsch. Was?
Er hat seine Augen auf mich gesetzt. Und war geblendet durch meine Schönheit. Hässlich. Also, war es der Fluch von Florent Lebel und nicht der von Tenma Taro? Ja, ich schätze, solch eine Schönheit kann ein Fluch sein. Es ist schon kriminell. Das Einzige, was hier kriminell ist, ist ihr andauerndes Gebrabbel. Nun fahren Sie mit der Aussage fort. Oh, vergeben Sie mir eure Dunkelhaftigkeit. Lass uns mal schauen. Oh ja, ich bin aus Furcht vor meinem Leben geflohen vor Tenma Taro. Und dann... Moment mal. Nachdem Sie also zum Flur mit dem Telefon am Ende geflohen sind, ist dann Tenma Taro zum Foyer gerannt? Ganz genau. Etwas Merkwürdiges gefunden, Apollo? Nun, Yingxi hat ebenfalls Tenma Taro gesehen, richtig? Das hat sie. Sie sagte, sie hätten sich getroffen, nachdem sie den Anruf zur Polizei gemacht hat. Nun, wenn Mr. Lebel zu dem Flurabschnitt gerannt ist, wo das Telefon war, dann hätte Yingxi ihn gesehen, nachdem sie ihren Anruf getätigt hat. Oh, richtig. Und wenn sie ihn gesehen hätte, hätte sie definitiv um Hilfe gebeten. Richtig, das macht überhaupt keinen Sinn. Zeit, den Beweis zu zeigen. Wenn wir nicht schnell einen Weg finden, ein Loch in seine Aussage zu finden, dann ist Bürgermeister Tenma so gut wie schuldig. Das ist schlecht, sehr schlecht. Wir müssen eine Unstimmigkeit finden, einen Fehler, irgendeinen Konflikt. Es ist alles vorbei, wenn wir keinen Fehler im Fall der Anklage finden. Und ich schätze, wir haben da was. Ich spule mal ein bisschen fort. Also könnte das vielleicht tatsächlich sein nervöser Tick sein, wenn er so überheblich schaut. Das werde ich wohl in den nächsten Aussagen dann beobachten müssen. Präsentieren tue ich jetzt allerdings. Warte, ich muss mir erstmal Ihre Aussage nochmal anschauen. Hat sie die Polizei gerufen? Ja, das muss es sein. Da wird nämlich mit keinem Wort Lebel genannt. Also dann, Einspruch! Florent Lebel, Sie lügen uns an, wenn Sie sagen, dass Sie die ganze Sache von Flur aus betrachtet haben. Was auf Erden meinen Sie? Ja, würden Sie uns das bitte erklären, Mr. Justice? Wenn Mr. Lebel wirklich zum Flurabschnitt mit dem Telefon gerannt wäre, dann hätte er Miss Tenma getroffen. Was ist das? Nachdem sie den Tatort entdeckt hat, ist sie sofort losgerannt, um die Polizei zu rufen. Dann, als sie den Anruf getätigt hat, ist sie zurück zum Hauptflur gegangen. Wo sie dann dem Dämon, oder Yokai getroffen ist. Je nachdem, wie man es nennen will. Für mich selber, ich würde es viel als Phineas Filch in einem Tenma-Kostüm bezeichnen. Der Treffpunkt fand genau statt, wo die beiden Fluren sich trafen. Oder treffen. Aber für Mr. Lebel, wenn er wirklich geflohen wäre vor dem Yokai-Verkleider... Ja, die beiden hätten sich dann getroffen.
Richtig. Aber Miss Tenma hat uns gesagt, dass sie niemand anderen im Flur gesehen hat. Um es kurz zu sagen, Miss Tenma hat uns gesagt, dass niemand im Flur war, weil sie nicht dort waren. Meine Augen! Meine schönen Augen! Ha, kein so schöner Geruch, hä? Aber Mr. Justice, der Zeuge hat zugegeben, dass er das Geständnis des Bürgermeisters gehört hat. Wenn er gelogen hat, dass er dieses Geständnis vom Flur aus gehört hat, dann wo war er, als er das gehört hat? Innerhalb der Fuchskammer. Wo denn sonst? Aber ist das nicht beim Tatort? Das ist es, euer Ehren. Und das bedeutet, dass er in Wirklichkeit kein Zeuge ist. Er ist die dritte Person, nachdem wir die ganze Zeit gesucht haben. Was? Glauben Sie, ich bin der Mörder? Wie können Sie es wagen? Silence. Schweig still! Fob? Was ist ein Fob? Stutzer, okay. Dummer Stutzer. Ein wahrer Mann weiß, wenn er geschlagen ist. Okay, das muss ich jetzt aber auseinandernehmen. Ein Schild der Lüge wird zerstört gegenüber das Schwert der Gerechtigkeit. Staatsanwalt Blackwell, was tun Sie da? Ich dachte, wir wären auf derselben Seite. Sie missverstehen da was. Es gibt keine Seiten hier. Nur die scharfe Kante meiner Gerechtigkeit. Sie sind allein auf diesem Schlachtfeld, mit nichts anderem außer Lügen und diesem stinkenden Parfüm. Boah, was ist gerade passiert? Blackwell nimmt den ja echt auseinander. Das muss ich auch erstmal. Okay. Sie haben das Geständnis des Bürgermeisters von innen gehört, nicht wahr? Sie abartiger Geek. Denn es ist der einzige Ort, wo sie den Bürgermeister hören konnten und den Tanuki. Und dass niemand anderes sie bemerken konnte, war innerhalb der Fuchskammer. Oh Gott. Ha, in diese Richtung geht es also. Gut, dann werde ich mal reinen Tisch machen. Ernsthaft? Sie geben zu, dass Sie in der Fuchskammer waren? Das tue ich. Ich habe den Raum nach dem Mord betreten. Aber ich hatte die Befürchtung, dass ich fälschlicherweise beschuldigt werde, also habe ich darüber gelogen. Ich fühle mich schrecklich, dass ich derartig gelogen habe. Aber, Verbal Cologne? Was? Okay. Also Verbal heißt mündlich. Mündlich ist Kölnisch? Was? Keine Ahnung, das ist doch ein bisschen bekloppt hier. Ich will sowieso nichts mit Kölnern hier zu tun haben. Bäh. Um mich zu selbst zu schützen. Das würden Sie am besten selbst erklären, Mr. LeBel. Ja, natürlich. Ich wollte geradewegs beginnen. Der Zeuge bewegt sich auf sehr dünnem Eis. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Eidsbruch eine schreckliche Tat ist.
Nun denn, lassen Sie uns Ihre Aussage hören. Und diesmal ohne Parfüm Ihrer Lügen. Was diese Zeugenaussage bringt, das sehen wir im nächsten Part. Bis dann.